Das ist unserer. Alles klar? Du brauchst vielleicht mehr Anlauf. Du willst mir sagen, wie ich meinen Job machen soll? Ich meine, ein Schritt mehr könnte den Unterschied ausmachen. Fahr einfach! Echt jetzt? Wir ermitteln gegen einen Autohellerring in ganz Europa. Und der Name, den wir immer wieder hören, ist der von zwei Brüdern namens Forster. Halbbrüder. Setz mich nicht einfach auf die Ersatzbank. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, aber er wollte einfach nicht hören. Manchmal ärgert man den Falschen und gerät in Schwierigkeiten. Dann sollten Sie uns aber nicht ärgern. Ihr seid also Brüder? Er ist mein Bruder von einer... Vergessen Sie es. Du musst mich einweihen, Andrew. Wir sind ein Team. Ihr habt mich bestohlen. Whoa, 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 whoa. Wir hatten keine Ahnung, dass der Ihnen gehört. Vielleicht können wir für Sie was erledigen. Max Clamp, ihr werdet diesen 62er Ferrari stehlen, der auf seinem Grundstück steht. Ihr habt eine Woche. Wir brauchen eine Crew, um seinen Job durchzuziehen. Darum braucht ihr mich. Das ist meine ganz persönliche Telenovela. Wer hat hier das Sagen? Ich. Wer hat Lust auf Bouillabaisse? Anschneiden. Lauf! Wir haben sie entführt. Das verändert alles. Nein, tut es nicht. Nein! Wir können improvisieren. Inwiefern gehört das zum Plan dazu? Ich dachte, du brauchst keinen Plan. Nein! Das war der Trailer zu Overdrive, den uns Universum-Film voraussichtlich ab dem 29. Juni 2017 in die deutschen Kinos bringt. Und da wird man das Gefühl nicht los, dass Scott Eastwood, einem der Hauptdarsteller, hier seine Rolle in Fast and Furious 8 so gut gefallen hat, dass er einfach noch einen Streifen selber als Hauptrolle in diese Richtung machen will. Denn gedanklich zieht man einfach irgendwie diese Parallele zu Fast and Furious, auch wenn das hier eher wie eine günstigere Version davon wirkt. Wobei ich diese Autos und diesen sehr, sehr coolen Oldtimer-Look schon wirklich mag, ist die Action eher einfacher gehalten und qualitativ nicht auf diesem Level. Und das ist dann eher ein bisschen schwierig, weswegen ich durchaus skeptisch an Overdrive rangehe. Wobei es so eine Geschichte von zwei Brüdern ist, die Autos zusammenstehen. Und damit ist es ein Heist-Movie und ein französischer Action-Thriller. Und gerade französische Streifen können da auch manchmal einen ganz guten Kniff haben. Eben unter anderem mit Scott Eastwood in der Hauptrolle und eben die Geschichte von Andrew und Garrett und die einen Bugatti stehlen wollen. Aber bei dem haben sie sich dann doch mit dem Falschen angelegt, werden gefangen genommen und die Brüder bekommen aber die Chance, doch noch ihre Haut zu retten, indem sie einen besonderen Ferrari von 1962 stehlen. Und da haben wir auch deutsche Beteiligung vom Cast, weil von einem Mann sollen sie ihn stehlen, gespielt von Clemens Schick. Und damit beginnt eine Hetzjagd voller Action, voller Spannung. Aber ich werde das Gefühl bei diesem Trailer einfach nicht los, dass man versucht, hier auf Fast and Furious zu machen, aber natürlich bei einer französischen Produktion weder den budgetären Rahmen erreichen wird, noch diese eigenartig besondere Qualität von Spaß, Fun-Faktor im Kinosaal. Aber hey, mit durchaus gespaltenen Erwartungen kann man immer noch gut überrascht werden. Und ich persönlich sehe Scott Eastwood ganz gerne, deswegen mal gucken, was Overdrive dann kann. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen verhalten. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.